Kann man das bestellen an der Wand? Das sieht irgendwie auch voll schön aus. Okay, was hat der da gerade gesehen? Da! Schützebogen. Boah. So voll wie in. Das sieht so ein bisschen aus wie so Bo Bogen von Amor. So mit Liebe und so, ne? Das könnte vielleicht auch in mein Kawaii-Zimmer passen. Muss ich mal gucken, weil es ist auch ziemlich dunkel. Ich glaube auch nicht, dass man es umfärben lassen kann bei Pjörn. Ja, mal gucken, ne? Was war das? Hä? Ach, da ist Laub. Ich so, hä, was geht jetzt? Ich war jetzt total perplex. Wo ist jetzt hier? Hä? Okay. Da lag ein Laubhaufen. Ach ja, hier wieder die Angeber mit ihrem Let It Go Zeug. Ja, ich will das auch haben. Muss aber bis Winter warten. Okay. Ja, wie gesagt, also wie man vielleicht jetzt auch gemerkt hat. Ich mag auch mehr so diese Räume, die jetzt nicht einfach nur einen Möbelstil haben, sondern auch gemischt sind und eine eigene Idee. Das ist jetzt auch noch ganz nett. Da sammelt wohl jemand noch. Das sieht sehr. Oh, es ist eine Raupe. Kann ich das kaufen? Leichter. Da. Mist, das Raupensofa ist unverkäuflich. Ich will dich haben. Du bist so raupig. Voll toll. Oh mein Gott. Ein raubiges Raupensofa ist ein raubiges Raupensofa. Oder Sofa. Was? Okay. So. Gucken wir mal weiter. Hier. Erste. Ja, auch wieder stimmig. Könnte was werden. Gucken wir mal rein. Könnte was Niveauvolles sein sogar. Schauen wir mal. Oh, was ist denn das? Eine Perlmuschelschale. Liegt hier einfach mal eine Perlmuschelschale auf dem Boden. Oh, klar. Okay. Oh, was ist denn hier los? Okay. Du siehst aus wie ein Butler. Schickes Oberteil. Du sollst links sein. Du bist eine Kreuzung aus Elvis und Wario im Anzug und bist ein Bräutigam mit cooler Pornobrille und hässlichen pinken Schuhen? Sneaker? Was? Was ist hier los? Okay. Gut, wir fangen einfach mal an. Einfach mal gucken, was jetzt ist. Dingens. So. Okay, hier ist noch ziemlich leer. Willst du jemand etwas edel haben? Oh. Ich hätte gerne einen Tee. Ich würde mich gerne jetzt hier hinsetzen und einen Tee trinken. Und ich würde gerne dabei meinen kleinen Finger abspreizen. Oh, warte mal. Tut mir leid, da steht ein einzelner Platz. Okay, wir gehen. So viel dazu. Oh, ich sehe gerade, Twitch ist abgestürzt. Tut mir leid, das ist gerade total out of context. Ich habe nämlich gerade nebenbei auf meinem zweiten Bildschirm Twitter offen und hat jemand Rest in Peace Twitch geschrieben und Twitch ist anscheinend weg. Das ist eine Tragödie für die Welt. Boah. Das ist ja, ihr könnt auch nicht viel zu sagen. Es hat eben das Nordzeuge, ja. Nordset. Wobei ich, also das Nordset an sich finde ich eigentlich jetzt nicht so titte. Also das ist jetzt so, so, aber der Boden und vor allen Dingen die Tapete ist übelst toll. Gefällt mir auch farblich sehr. Passt irgendwie auch nicht zum Rest so richtig. Also ist schon ein bisschen merkwürdig. Gut. Nehmen wir das nicht. Oh, sogar ein Eierfernseher. Jetzt wird's langsam ein bisschen eklig. Ich kann nichts mehr sehen, wartet. Ah, okay, meine Augen tun sich an das Strahlen der Strahlen von diesem Raum gewöhnen. Oh, das ist ja. Das ist eine Uhr, das sich gerade bewegt, das habe ich gesehen. Und ich glaube nicht, dass eine Uhr, die so aussieht, macht, die macht. Okay, das klingt eher wie ein Hund mit Verstopfungen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist kein, so eine Uhr, die so groß ist, tickt nicht so.
Vor allem, jetzt hier kann ich mal einen Sekundenzeiger. Warum macht das Sekundenticken? Oder ist hier doch irgendwo eine andere Uhr? Wir suchen jetzt die andere Uhr. Die andere Uhr, von der das Ticken kommt. Oh, und das ist wirklich diese Uhr, die diese Geräusche macht. Das ist irgendwie lächerlich. Okay, gut. Ich lege schon mal in mein weiches Goldbett. Ah, es ist hart. Ich meine, wer will auf einem reinen Goldbett liegen? Mit so einer harten Golddecke, die dann einfach wie so ein Flash-Ding auf dir liegt. Okay. Das muss irgendwie so eine Idiotenband sein. Ich weiß es nicht so genau. Oh Mann. Oh, wieder voll mit. Wie heißt es nochmal? Ach ja, Niveau. Ich habe gerade vergessen, wie das Wort Niveau heißt. Ja, halt. Wobei ich bei dem das immer trotzdem cool finde, weil es vermutlich auch jeder hat. Das kriegst du ja wirklich erst, wenn du Grazia hast. Hier zum Beispiel das Klick, Glock, Klick, Glock. Das passt wieder zu der Uhr, aber was das da drüben war, bitte. Klick, Klick. Das passt nicht. Das ist nicht okay. Ah, gut. Ja, das mache ich hier runter. Wenn das hier runter meine ich meinen Körper in den Keller. Ach man, was mich genauso nervt wie die Ballonmöbel sind die Nintendo-Möbel. Oh, ein goldenes Schwein. Oh, ein goldenes Schwein. Das ganze Zimmer ist geil. Es hat ein goldenes Schwein. Okay, gut. Ja, cool. Du hast ein Nintendo-Zimmer. Nice. Oben war ich schon, glaube. Ja, ich glaube, ich war oben schon. Ich muss mal. Ja, das war das langweiligste Zimmer. Cool. Ja. Nächster, bitte. Gut, das klingt gerade irgendwie komisch. Oh, du bist ja süß. Oh, die. Ich bin Sakura aus Helheim. Hey, Sakura aus Helheim. Oh, Moment, ich habe gerade. Mist, mein Fuß hat sich verhangen in den ganzen Kabeln. Oh, Krampf. Oh. Das. Boah. Da mag jemand Ohren. Ja, also Ohren sind cool. Mal ganz kurz. Nee, das wollte ich eigentlich gerade nicht. Ich wollte eigentlich beim Möbel bestellen gucken. Kann man. Ah, ein Mutsgemälde. Oh, Waschbär. Oh, den kann ich glaube ich selber bestellen. Wow. Was war das? Oh, okay. Das ist ja mal sowas von absolut kein roter Faden. Sieht genauso aus wie mein Eingangsraum quasi. Genauso katastrophal. Okay, gut. Fangen wir einfach mal an. Dann klappt auch nicht viele Räume. Wir gehen einfach los und hoffen auf das Beste. Mal gucken. Ja, aha. Ach, so ungefärbt. Schick. Ja. Das sind wie ein Oktopus. Was warst du bitte nochmal? Sieht aus wie eine Kaffeemaschine. Eine Fernostuhr. Natürlich. Was auch sonst? So. Gehen ja am Uhrzeiger aus Info. Also gehen wir jetzt hier rein. Unter den ganzen Uhren. Das ist bestimmt das Ohrenzimmer. Ich bin gespannt. Oh, das ist ja mal total unohrenhaft. Unohrenhaft. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Zimmer ist scheiße langweilig. Einfach nur scheiße langweilig. Ich guck mal, ob Twitch wieder geht, nebenbei. So, chillen wir mal. Nee, hier ist jetzt wieder mal kein. Hier, wie hieß es nochmal? Kein Zimmer. Genau, Zimmer. Das war das Wort, wonach ich gesucht habe. Wow, das ist zum Glück überhaupt nicht vollgestellt. Wow. Wow. Okay, gut. Ja, das war jetzt so mittelmäßig. Also, es war jetzt. Also, es gibt weiß Gott schlimmere Häuser, aber. Ja. Mal sehen, was noch so auf uns wartet. Hoffentlich
was Cooleres. So, hier zum Beispiel. Oh, das sieht ja auch wieder abgestimmt bis zum Abwinken aus. Wow. Schau mir mal. Das, schau mir mal, musste ich jetzt so brüllen. Das war ganz wichtig für die... Was bist denn du? Kandidatenpult. Boah, sowas gibt's auch? Willst du mich verarschen? Oh, wie cool. Bitte? Kann man sogar kaufen. Oh mein Gott. Nein! Mist. Was bist denn du? Ein Spielwagen. Boah, wir werden wieder Träume weisen. Dinge, die ich schon nie gesehen habe. Boah, habt ihr das gesehen? Folterschläger. Seht ihr die Schläger gerollt? Bäm! Hat sie zugeschlagen. Das steht gleich nochmal zu. Bäm! Okay, gut, lassen wir das. Alles klar, dann gucken wir mal wieder im Aussagersinn. Der Boden ist übrigens auch ganz nice, sehe ich gerade. Habe ich auch noch nicht so gesehen. Also. Wie stellen sie gerade mit dem ab? Was gurgelt hier so die ganze Zeit? Gurgel, gurgel. Gurgelst du hier? Oh, da ist er. Da ist er voll Kawaii. Wenn er jetzt so gurgeln würde. Gut. Oh, ist eigentlich auch eine schöne Single. Das sieht schön aus an der Wand. So voll bunt. Mal gucken. Vielleicht sehe ich auch ein paar gute KK-Platten, die ich mir an die Wand hängen kann. In mein Kawaii-Zimmer. Oh mein Gott, das war Prinzessin Peach. Das war Prinzessin Peach in dem Bild da drin. Voll cool. Wow. Gefällt mir. Auch wieder was, was gar nicht mal so nice ist. Muss ich mal sagen. Unüblich und sehr schön. Ich meine, unüblich geht auch oft mit, naja, geht so einher. Oh, okay, naja, geht so. Aber sonst, bis jetzt bin ich noch ganz begeistert. Mal sehen, was noch so kommen mag. So, den ganzen Tag, ich komme noch nicht lang. Ist. Gut, guck mal, was hier noch so. Ah! Interessant, auch sowas wie ein Kampf. Boah, eigentlich sieht das voll cool aus. Das Rokoko-Gar. Muss ich mir vielleicht auch machen lassen. Oh, eine Harfe! Die Sau hat eine Harfe! Das ist aber weniger Kawaii, das ist mehr so mädchenzimmerhaft. Ja? Sogar mit etwas zum Lesen. Oh, etwas zum Lesen. Oh. Gucken wir mal. Gut, schauen wir jetzt mal weiter. La, 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 so, la, la, la. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ah, wie auf so. Jetzt soll es, glaube ich, so ein bisschen creepy sein. Oh mein Gott, da ist der Pfeffer! Da ist ein Pfefferstreuer! Passt alle auf! Der ist ein Pfefferstreuer! Passt auf! Nein, er wird uns alle töten und eine Werwolfmaske. Und ein Pfeffermühlenstreuer-Ding. Okay, das war jetzt doof. Die Musik ist aber schon cool. Voll creepy. Aber ich finde diese Halloween-Einrichtung allerdings wiederum nicht creepy. Die ist irgendwie eher niedlich. Mit den ganzen kleinen Kürbissen, die ein Anlächeln. Schon nice. Wow, oh, also ich finde, in dieser Session hier sind relativ viele. Wow. Gute. Wow. Sachen dabei. What the fuck is going on? Das wird langsam ein Bild abgedreht hier. Okay. Alles klar.